Tja, hallo liebe Aufrufer. Sonntag, 2. Januar 2011, Lichtgeschwindigkeit 722. Ich möchte hier jetzt mal kurz die Gelegenheit nehmen, das Buch des Jahres 2010, Deutschland schafft sich ab, von Thilo Sarrazin, aufzugreifen und mit kleinen sachlichen Argumenten zu verbinden, die man dann in Zukunft zur Einordnung der ganzen Frage, ist Sarrazin wichtig oder hat er was Wichtiges zu sagen oder wie ist das zu verstehen, aus meiner Perspektive. Also, ich will mal so sagen, es gibt gutgesinnte Vielleser und ich möchte mal sagen, Sarrazin ist ein gesinnter Vielleser. Das hat er mit dem Buch auch bewiesen, allerdings ist er eher ein bösgesinnter Vielleser. Und das kann man sehr leicht zeigen. Also zunächst mal, 1,2 Millionen Items sind inzwischen abgesetzt worden. Das ist wirklich eine Menge. Hoffentlich lesen die Leute da drin, denn da stehen ja eine Menge Gedanken oder auch Tatsachen, vielfach schon publizierte wissenschaftliche Aussagen und so weiter drin. Die Verknüpfung, die Sarrazin allerdings anstellt, ist regelrecht falsch und deshalb ist das auch nicht wünschenswert. Insofern, ohne es im Zusammenhang zu kritisieren, ist dann die finale, schnelle Absage der Bundeskanzlerin Merkel, ich lese das nicht, ich habe es nicht gelesen, es ist Mist, oder von dem SPD-Chef Gabriel gegen diese biogenetische Argumentation von Sarrazin gerichtet. Das finde ich, ohne dass man größeren Aufwand betreiben muss, völlig zutreffend und auch ausreichend. Ich möchte mir jetzt aber hier kurz die Mühe machen, das Ganze etwas weiter zu durchdringen, und zwar folgendes. Der Titel des Buches, Deutschland schafft sich ab, den soll man wahrscheinlich irgendwie wohlgesonnen verstehen. Denn was heißt das denn, Deutschland schafft sich ab? Ist das ein fortlaufender Prozess, an dessen Ende man heute schon sehen kann mit den Augen Sarrazins, dann ist Deutschland weg? Ich verstehe es nicht, er hat es auch nicht gesagt. Vielleicht muss man noch bescheidener anfangen, die Sache zu verstehen, nämlich zu fragen, was meint er denn mit Deutschland? Also die Bundesrepublik Deutschland als Staat unter dem Grundgesetz und der ganzen rechtsstaatlichen und letztlich gelebten praktischen Gesellschaft, meint er das? Ja, dann muss er aber einsehen, dass das, was wir 1990 zum Beispiel hatten, das haben wir heute nicht mehr, weil es sich verändert hat. Was wir 1950 hatten in der Bundesrepublik West, das haben wir schon 1990 nicht mehr gehabt. Es verändert sich immer weiter. Nun könnte Sarrazin den Anspruch stellen, ich möchte aber ein für alle Mal mit allen Mitteln es so festnageln, dass es so bleibt, wie es mal war, weil ich das gut finde, und dann darf es sich nicht mehr verändern. Ja, Herr Sarrazin, dann hätten Sie bei der ziemlich rücksichtslosen Hereinführung von analphabetischen Fremdarbeitern, die wir dann Gastarbeiter genannt haben, Spanier zuerst, dann Italiener und letztlich Türken und so weiter, sich da melden müssen, denn das ist natürlich eine Veränderung, wenn man solche Leute reinholt. Das ist offensichtlich eine gewünschte Veränderung. Dass die gewünschten Veränderungen dann auch unter Umständen unerwünschte Veränderungen mit sich bringen und so weiter, kann man auch versuchen, mit Gewalt zu verhindern. Tatsache ist aber, die Veränderungen entwickeln sich und Sarrazin ist dagegen. Was ist dagegen zu sagen, dass er was dagegen hat? Gar nichts. Aber man kann ihm ja nicht recht geben, denn die Veränderungen sind ja sozusagen naturgegeben. Ja? Es verändert sich permanent. Nun kommt also hier in seinem Zeitungsartikel, Frankfurter Allgemeine Zeitung am Heiligen Abend, 24. Dezember, da ist er auch als Weihnachtsmann abgebildet, hat Sarrazin abgerechnet mit seinen Kritikern und insbesondere dann natürlich auch Bundeskanzlerin Merkel und auch Bundespräsident Wulff. Und ich möchte darauf jetzt mal eingehen. Also wenn Herr Sarrazin bislang nicht kapiert hat, dass sich die Gesellschaft in der Geschichte in einem fortlaufenden Wandlungsprozess befindet und dieser Wandlungsprozess zu gestalten ist mit Maßgaben, die bei uns Demokratie, Mitbestimmung, Teilhabe und so weiter heißt, wie ernst das auch immer gemeint ist, denn beispielsweise die Tagesnachricht von heute, 2. Januar, dass eine riesen Unterschriftensammlung Protest gegen die iranische Regierung, sie sollen die sogenannten beiden deutschen Journalisten freilassen, diese Protest
Versammlung von tatsächlich, ich erstaune, aber ich nehme es mal zur Kenntnis, von Hertha Müller, unserer Nobelpreisträgerin, bis Philipp Lahm, CSU und Guido Westerwelle und Kriegsminister zu Gutenberg, alle protestieren, und zwar Stichwort heißt Freiheit, wir fordern die Freiheit. Das finde ich klasse. Die fordern die Freiheit. Ich fordere auch die Freiheit. Wir werden da sehen, wie unsere Polizei- und Sicherheitsüberwachungskontroll-Kybernetik-Politik der jetzigen Bundesregierung sich dann auseinandersetzt, wie mit Frau Leuthäuser-Schnappenberger, die ja immer einknickt, wenn es tatsächlich um Bürgerrechte geht. Da werden wir die Freiheit fordern. Aber jetzt kurz hier zu zitieren aus dem Artikel von Tino Sarrazin, geschrieben, eine Seite, Titelseite Feuilleton Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er schreibt also: Die wachsende Zustimmung für mich und mein Buch kam aus der Wahrnehmung, dass ich bekämpft wurde, weil ich in einigen Fragen das von vielen Bürgern wahrgenommene Kartell der politischen Korrektheit verließ, und aus der Erleichterung, dass es durch mein Buch möglich wurde, Fragen anzusprechen, die für lange Zeit im politischen Diskurs gesperrt schienen. Diese Erleichterung und die damit verbundene Zustimmung für mein Buch ziehen sich übrigens quer durch alle Bildungsschichten, Altersgruppen und parteipolitischen Richtungen. Dass der Bundespräsident, schreibt Thilo Sarrazin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Weihnachten, dass der Bundespräsident, genau wie die Bundeskanzlerin, mein Buch nicht gelesen hat, steht zu vermuten, dass Christian Wulff den östlichen Divan nicht kennt, das ist eines der letzten Werke von Goethe, nicht kennt, scheint ziemlich sicher. Das von ihm, also von Wulff, bei seinem Türkei-Besuch verwendete Goethe-Zitat, Sarrazin zitiert jetzt aus Goethes westöstlichen Divan, Zitat: Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Ist nämlich eine freie Übersetzung der zweiten Sure des Koran. Übersetzt man Gott mit Allah, dann ist dieses Zitat Ausdruck des umfassenden Machtanspruchs des Islam, wie lebendig und fruchtbar, vielleicht aber auch atmosphärisch belastend wäre das Gespräch des Bundespräsidenten mit Staatspräsident Gül und Ministerpräsident Erdogan geworden, wenn er die folgenden Bemerkungen Goethes aus seinen Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divan zitiert hätte. Goethe sagt dort: Der Stil des Koran ist seinem Inhalt und zweckgemäß streng, groß, furchtbar. Und etwas später: Die muslimische Religion lässt ihren Bekenner nicht aus einer dumpfen Beschränktheit heraus. So, also Sarrazin nimmt für sich Goethe in Anspruch gegen den Koran, gegen den Islam, gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, gegen den deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff, den er halb der Halbbildung zeigt, der Wulff ungebildet sei. So, und jetzt möchte ich also da kurz mal zu der Sache gehen. Alles, was hier jetzt zitiert wird von Sarrazin, ist wirklich schon sachlich, also in der Zitation, nicht vollkommen richtig. Und es ist aber in der Interpretation verdreht und halb gebildet, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, Sarrazin böswillig. Ein böswilliger Vielleser, und zwar wie folgt jetzt. Also hier ist der Koran. Das ist die in der Koranwissenschaft allseitig anerkannte beste Übersetzung, die es gibt, von Rudi Pareth. Und zwar muss man wissen, der Koran ist angeblich von Mohammed, direkt Mohammed der Prophet, von Gott empfangen worden, aufgeschrieben worden, Arabisch. Arabisch. Also ein türkischer Moslem kann nicht Arabisch, kann den Koran gar nicht lesen, sondern er hat da nur Übersetzungen. Alle sagen aber, es ist nicht übersetzbar. Hier ist der Rudi Pareth mit der Übersetzung, die allgemein anerkannt ist, also auch im Bereich der Islamisten, der Islamwissenschaftler und so weiter. Jetzt habe ich hier etwas rausgesucht, Sure 2. Der Sarrazin behauptet also, seinen Spruch mit Orient und Okzident, das sei die Übersetzung der zweiten Sure, sinngemäß. Jetzt ist aber hier leider so,
Die Sure 2 umfasst etwa 40 Seiten Text. Also das muss man mal sehen. Das ist nicht in vier Zeilen, auch nicht von Goethe sinngemäß. Wenn man das dann durchstudiert, dann sieht man, in der Sure 2 steht alles. Da steht quasi fast eine Zusammenfassung des Alten Testaments. Und das ist mit diesem Spruch von Goethe natürlich nicht sinngemäß zusammengeführt. So, jetzt kommt aber irgendwo eine Stelle, wo man dann sagen könnte, aha, das wird er vielleicht gelesen haben, der Sarrazin. Nee, Sarrazin hat das garantiert nämlich nicht gelesen, sondern das wird er Goethe zuweisen, das wird der Goethe gemeint haben aus der Sure 2 des Korans. Jetzt lese ich das mal im Zusammenhang vor, das ist nicht so viel. Also zunächst, wer hätte, dann sind immer so sinngemäße Einfügungen vom Übersetzer, eine bessere Bezeugung von Gott. Wollt ihr mit uns über Gott streiten? Er ist doch unser und euer Herr. Uns kommen bei der Abrechnung unserer Werke zu und euch die euren. Wir sind ganz auf ihn gestellt. Oder wollt ihr vielleicht sagen, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme Israels seien Juden oder Christen gewesen? Sag, wisst ihr besser Bescheid oder Gott? Wer aber ist frevelhafter als derjenige, der eine Zeugenaussage über einen ihm von Gott eröffneten Sachverhalt unterschlägt? Gott gibt wohl Acht auf das, was ihr tut. Das ist eine Gemeinschaft, die der Vergangenheit angehört. Ihr kommt zu, was sie begangen hat. Und euch, Vertretern einer späteren Generation, kommt zu, was ihr begangen habt. Über das, was sie getan haben, werdet ihr nicht zur Rechenschaft gezogen. Jetzt kommt der 142. Punkt in der zweiten Sure, der dieses Thema im engen Sinne fasst. Die Toren unter den Leuten werden sagen, was hat sie, die Muslime, von der Gebetsrichtung, die sie bisher eingehalten hatten, abgebracht? Dann sag, also antworte, Gott gehört der Osten und der Westen. Er führt, wen er will, auf den geraden Weg. Und so haben wir euch Muslime zu einer in der Mitte stehenden Gemeinschaft gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und der Gesandte über euch Zeuge sei. So, ich breche das mal ab, weil das hier keine Vorlesung sein soll. Originalzitat aus dem Koran, das jetzt hier heißt, Gott gehört der Osten und der Westen, er führt, wen er will, auf den geraden Weg. Während Sarrazin Goethe hier unterstellt, Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, also Orient ist Osten, Okzident ist Westen, also hier heißt es Morgenland und Abendland, Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände, ruht im Frieden seiner Hände. Das ist ja nun eine universelle Aussage, die ja weder was Böses noch was Gutes sagt. So, jetzt habe ich aber Goethes westöstlichen Divan und habe versucht zu finden, was der Sarrazin hier mit dem Orient und Okzident am Hute hatte. Dann habe ich hier gefunden, aus dem Nachlass, Erläuterungen von Goethe. Jetzt muss man wissen, der westöstliche Divan ist nicht ein Goethe-Buch über Moslems oder über den muslimischen Glauben. Es ist kein Goethe-Buch über den Koran. Der westöstliche Divan hat im Kern die Aussage, wir sollen zwischen dem Westen und dem Osten uns orientieren, unser Leben mit beiden Seiten besser einrichten. Das ist die Aussage westöstlicher Divan, wie es auch im Titel heißt, nicht östlicher Divan oder westlicher Divan, sondern westöstlicher Divan. Während Sarrazin hier den Goethe zum Zeugen über den Koran erhebt, also über den Islam, völlig absurd, ich zitiere das jetzt hier, drei Verse, die sich zu diesem Thema nämlich ausdrücklich wenden. Und ich glaube, was er in der FAZ hier mit Orient und Okzident dann zitiert hat, ist eine Abwandlung davon. Aus dem Nachlass. Westöstlicher Divan von Goethe. So der Westen wie der Osten geben Reines dir zu kosten. Lass die Grillen, lass die Schale, setze dich zum großen Mahle, mögst auch im Vorübergehen diese Schüssel nicht verschmähen. Das kommt der Koranaussage im Grunde genommen nahe. Um das soll es ja auch gehen. Es geht ja nicht um Sarrazins Haarspaltereien. Ein zweiter Vers dazu. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.
Sinnig zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lass ich gelten. Also zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei es zum Besten. So, das ist genau das, was die Redenschreiber von Wulff gesagt haben. Ja, und sie haben eben nicht gesagt, der Koran ist das raubmörderische, furchtbare, große und sonst was, hätte Goethe gesagt. Goethe hat sich im westöstlichen Divan zum Arabischen eingelassen, arabische Poesie, arabische Dichtung, ins Land der Dichter, der arabischen Dichtung. Goethe hat sich zur persischen Dichtung eingelassen. Goethe hat sich dann zu Mohammed eingelassen. Er hat Altpersien genommen und dann hat er einen westöstlichen Bezug daraus hergestellt, was wirklich lesenswert ist auch heute. Und das ist genau das Gegenteil, was der Sarrazin daraus macht. Und wenn der Sarrazin jetzt hier sagt, übersetzt man Gott mit Allah, dann ist dieses Zitat Ausdruck des umfassenden Machtanspruchs des Islam. Ja, mein Gott, hätte ich jetzt fast gesagt, ich bin nicht gottgläubig. Dieser Unsinn von Sarrazin, ein Widerspruch zwischen Gott und Allah herzustellen, ist an sich schon nicht mal Halbbildung, sondern es ist Dummheit. Und selbst im Koran wird ausdrücklich immer gesagt, Christen, Juden, Moslems, ein Gott. Mohammed sei aber der letzte Prophet und er hätte sozusagen die letzten Neuigkeiten von Gott direkt, sodass dann ältere Sachen als veraltet aussehen aus Sicht des Islams. Daher kommen dann die Unterschiede, die der Islam in seiner Schrift Koran haben mag als prophetische Worte Mohammeds. Nehmen wir es immer mit einem Quäntchen wohlmeinenden Salzes. Hat das nämlich alles überhaupt nichts damit zu tun, was heute Christen und Moslems oder Orthodoxe, Rechthaber, Idioten, Wittenbergisten und sonst was alles miteinander für Kriegsgründe entwickeln. Das hat alles weder mit der Bibel noch mit dem Koran zu tun oder umgekehrt. Es hat damit zu tun, weil diese Schriften genial sind, sie sind poetisch und die Leute die Schriften missbrauchen. Das hat der Sarrazin hier gekonnt. Hier als Weihnachtsmann, wenn ich das nochmal zeigen darf. Und ich könnte ihm jetzt hier noch ein freundliches Zitat entgegenhalten von Goethe. Vielleicht finde ich das hier spontan noch. Denn er muss ja nicht völlig vernichtet werden. Und zwar folgendes, lieber Sarrazin, ich gönne dir dein Geld, zieh dich aus der Öffentlichkeit zurück, sonst wirst du erschlagen. Du kleiner Schelm, du, dass ich mir bewusst sei, darauf kommt es überall an. Und so erfreue ich mich auch deiner Gegenwart, du Allerliebster, obgleich betrunken. Das ist hier westöstlicher Divan, das Schenkenbuch. Johann Wolfgang von Goethe. So, schönen Dank.